Ziemlich lange zusammengespielt eigentlich, aber das Ding ist, wir sind irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, von wegen, es ist jetzt irgendwie relativ aufwendig, das Ganze. Die Frage ist, wollen wir das halt mehr machen oder hören wir damit auf quasi? Und der Punkt ist jetzt bei uns so knapp 4 Jahre her, so 3,5 Jahre, wo wir dann das erste Mal auch wirklich gefahren sind, wo wir das erste Mal nach Berlin gefahren sind, eine Show gespielt haben und so. Und dann haben wir uns danach überlegt, warte mal, das ist echt so gut, dass wir es auf jeden Fall durchziehen. Und wir haben halt gesagt, wir machen so lange mit weiter, wie wir Spaß haben und ja, es lief halt noch nie so gut wie jetzt. Wir haben mal, also wir selber haben davon erfahren, als wir mal mit einer Band zusammengespielt haben in Münster, war das irgendwann mal, die hatten halt Sound Foundation Bus. Dann haben wir das erste Mal gesehen, dass es halt die Sound Foundation gibt und haben uns auch informiert und das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen so einen Jahresplan abgestellt gehabt letztes Jahr, was wir im Frühjahr machen wollten und so, und haben gesehen, okay, wir spielen viel und dann hatten wir halt die Möglichkeit, uns noch zu bewerben und haben das dann gemacht und ja, hat es ja großartig funktioniert und auf jeden Fall ist das jetzt für uns eine riesen Erleichterung. Wenn man in der Band halt mit einem Geschwisterteil zusammenspielt, ist es glaube ich so, dass es irgendwie schon einfacher ist, weil man sich halt irgendwie blinder versteht. Und das Ding ist, man nimmt aber relativ viel so Konflikte mit nach Hause und so kleine Auseinandersetzungen und da muss man halt mit klarkommen. Für mich als Nicht-Bruder der beiden ist es auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und die Arbeit ist halt sehr angenehm. Nach dem Auftritt ist es eigentlich mittlerweile so, dass wir relativ entspannt irgendwie uns ja, im Publikum nach Freunden umschauen. Die Anspannung geht sehr schön runter, also ein gutes Gefühl eigentlich so. Und früher war das halt echt so, ich war hammer nervös, ich konnte mit nach der Bühne, also nach der Show konnte ich auf die Bühne meine Sachen einräumen und dann musste ich erstmal für eine Stunde verschwinden. Es gibt immer so eine kurze Manöverkritik danach. Wenn alles gut war, ist die sehr kurz. Wenn alles, was nicht gut war, dann ist die auch kurz. Also dann sagen wir halt irgendwie, war nichts, ich hab das gar nicht gehört. Das hat sich nicht gelohnt. Wir reden uns dann runter. Und, nein, aber es kann ja immer mal schief gehen, es geht auch immer mal schief. Und dann redet man dann schon kurz so, dann ist die Sache aber auch abgehakt. Dieses Jahr haben wir schon einiges getourt und wir werden jetzt wahrscheinlich im September, im Oktober noch auf Tour gehen. Wir waren dieses Jahr schon im Ausland unterwegs auch, in Belgien und Frankreich. Wir werden wahrscheinlich auch im November nochmal in Frankreich spielen, vielleicht das erste Mal in England. Und ja, wir ziehen auf jeden Fall einiges an Terminen jetzt mit und haben natürlich auch ein tolles Auto, nehmen wir jetzt. Ja, die meiste Zeit, die wir im Auto verbringen, wir wechseln uns eigentlich erstmal immer ab beim Fahren. Wenn ich nicht fahre, verbringe ich eigentlich die meiste Zeit mit Schlafen, muss ich ehrlich gestehen, weil ich kann nirgendwo besser pennen als im Auto. Und ja, was die anderen währenddessen machen, weiß ich dann nicht. Wer parkt am besten ein? Gut, das bin ich. Nein, in Frankreich habe ich. Boah, das war krass. Der war eine tight pen. Das ja. Parklücke, die war so eng, dass das auf dem Bild stand vorne im VW, nein. Tu es nicht, drauf. Der Abstandswagen hat schon aufgegeben gehabt und wir haben es trotzdem reinbekommen. Ja. Es war halt genau vor dem Club und also es hat wirklich also nur genauso reingepasst, ja. Dass die Kofferraumklappe noch so ein Stück über dem Motorhaube vom Auto dahinter war. Also es war knapp, aber.